Ah, ja, stimmt, warte, scheiße. Nächste Pause werde ich dir zeigen. Ja, ich freue mich schon drauf. Du wirst eh nur wieder in der Luft herumfliegen, wie immer. Tsunohara? Was das? Oh Gottes Willen, was? Hab eine nice Unterrichtsstunde? Lichsitz. Leech, ich google kurz, was Leech war. Auf jeden Fall, ja, Oh, Mann. da stand aber nur LECH. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein cooler Name für Lecture ist oder so, aber ich weiß es nicht. Okay. Ein Name für Egel. Pum, 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 pum. Die dritte Unterrichtsstunde endet. Okay, es ist Pause. Genau Kann das nichts dafür war. in den Übersetzungen dafür, Naja, ich glaube, sorry. es war auch Slang. Okay, es ist die Pause ist angebrochen. Das ist doch genau das, auf was du gewartet hast. Mo Yasumi-Jigan ka yo. Also, es ist schon Pause, Danke. Jigyo-chuu no hou ga ochitsukeru ya. huh? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie kann ich während der Pause komme ich besser runter. Während der Unterrichtsstunde komme ich besser runter. Naja, du bist ja auch, also dir wurde ja auch das Leben komplett aus dir herausgekickt. Chigauzo, Okazaki! Nein, 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 du liegst falsch, Joestar. Sunde no tokoro de zenbu yoketeru. Ich bin jedem Einzelnen ausgewichen im letzten Moment. Ich kann nur fliegen. Ich kann echt nicht glauben, dass du noch so eine große Lüge erzählen kannst, nachdem du so zerstört wurdest. Halt deine scheiße Fresse. Was? Ich glaube, wir sollten zivilisiert damit umgehen. Okay. Also, gibst du dann auf? Ja. Mada boku wa omeo kabutta mamma da kara ne. Nein. Ich werde nicht meine Ehre durch den Dreck. Ich werde nicht meine Ehre durch den Dreck ziehen lassen. Zettai ni Tomoyo ga otoko da toyukoto o shoumei shite harashite yaru sa. Ich werde beweisen, dass Tomoyo ein Typ ist und werde meinen Namen endlich für immer reinwaschen. Hast du schon einen neuen Plan im Kopf? Hehe, tōzen. Jūgyō-jikan ga nan no tame ni aru to omotteru ndai? Natürlich. Was denkst du, was ich wohl während der ganzen Zeit in der Unterrichtsstunde sonst getan habe? By the way, ich weiß nicht, ob man deine Ehre reinwaschen kann, auch wenn du von einem Typen verprügelt wurdest, wenn du verprügelt wurdest. Also, wie war nicht so schlimm, als wenn du von der Mädel verprügelt wurdest. Ja, stimmt. Wenn es Mädel und Biest ist und Tomoyo ist, dann ist es, glaube ich, sogar weniger eine Schande. Lernen? Sate, koko de mondai da. Also, ich habe eine Frage an dich. Otoko dattara zettai ni kotoware nai mono ga aru. Sore wa nan da to omou? Da ist nur eine einzige Frage, die nur Typen beantworten können. Welche ist es? Nein, die kein Typ ablehnen kann. Die kein Typ ablehnen kann. Welche Ja. ist es? Willst du ein Bier? Keine Ahnung. Mir kommt jetzt gerade nichts wirklich. Bad. Na, kantan na koto mo wakaranai no ka yo. Temei wa shin no otoko janai na. Was? Du kannst es selber nicht herausfinden und du selbst nennst dich einen richtigen Mann? Ach, ich komme schon wieder klar, ein falscher Mann zu sein. Kotae wa na. Zureshon Die da. Antwort ist Gruppenpinkeln. Einfach Nicht dein Scheiß Gruppenpinkeln. Ernst. Nicht dein Scheiß Ernst. Na, du bist einfach so dumm. Kenka no ato, Wann ist das yūjō Game? o tashikame au. Utsukushii otoko doushi no koi da. Auch wenn du dich mit einem Typen streiten solltest, du weißt ganz genau, wenn er mit dir pissen geht, ist es eine bewundervolle Sache. Otoko dattara, kono sasoi wa kotoware mai. Oh, Freund, ich glaube, so eine Hara ist keiner gay.
Das kann man leider. Yes. Ein einziger Typ kann die Einladung ablehnen, mit einem anderen Typen pissen zu gehen. Vertrau mir da. Ich würde sowas von ablehnen, aber richtig hart. Also, los geht's. Richtig enthusiastisch mal widersprechen, weil, damit ich meinen Cringe dahin verbergen kann. Okay, ich wollte gerade fragen, wollen wir diesmal wirklich folgen, weil da hätte ich sogar Nein gesagt. Nein! Sorry, aber wir haben das jetzt schon durchgezogen. Ja, wir ziehen es durch. Okay. Da hättet ihr beim ersten Mal Nein sagen können. Aber das erste Mal war es noch witzig. So, Sunahara verlässt das Klassenzimmer und, achso, und seine Schultern entspannen sich. Okay, wer hat jetzt Bock auf die 9er-Kombo? Let's go, Jungs. Ich glaube, ich schaue ihm mal zu, wie er sich wieder mal wie ein Idiot benimmt. Ich beginne ihm zu folgen. Okazaki-kun. Joestar-kun. Hey, gleichzeitig dodgen wir die Q-Route, also wir verpassen nichts. So. Du hast Q, echt, kann das sein? Nein, die Q und Ryo. Ich meine Ryo, nicht Q. Q ist toll. Ich meine Ryo. Ja. So. Hm? Ach, was auch immer, ey. Habe ich dir nicht bereits gesagt, du sollst aufhören? Ich glaube, das ist die Tomoyo-Belästigungsfolge. Ja. Ja, nein, dieses Mal ist es wirklich anders. Das sagst du immer, aber es endet immer gleich. Nein, dieses Mal wird es wirklich anders sein. Dieses Mal! Tsuna sprintet auf einmal auf Tomoyo los. Tomoyo kickt ihn. Autsch! Ay, caramba! Warum Spanisch? Die schönste Aussage, die ich heute gehört habe. Tomoyo kickt Tsunara gegen die Wand mit voller Kraft. Andy? Nicht. Muted, ne? Okay, er ist nicht da. Dann übernimm du mal, Benny. Okay. Bist du in Ordnung? Na, schau, was jetzt passiert ist. Außerdem habe ich dich jetzt instinktiv mit voller Kraft gekickt. Es tut weh, oder? Ich bin wieder da. Bei mir wurde mein Zimmer reingekommen und da wurde die Tür nicht geschlossen. Klassiker. Ich bin froh, wenn ich wieder alleine in meiner Wohnung bin. So, das bedeutet. Bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Tut weh, oder? Es tut weh, oder? Also hör am besten einfach auf. Was habe ich eigentlich verpasst? Ein Effekt verpasst, Benny, für dich über. Nachdem er ein bisschen okay. Spucke, die mit Blut gemixt ist, ausspuckt. Richtet er sich langsam wieder auf. Hard im Nehmen ist er. Komm mit mir für eine kurze Weile, Tomoyo. Wir gehen pinkeln. Also, warum denn? Mach dir keine Sorgen drum, es wird nicht lange dauern. Ora, koyo. Komm, lass uns gehen. Tsunara fängt an zu laufen. Was ein hoffnungsloser Typ. Tomoyo folgt ihm. Dass er das erreicht hat. Ja, sie laufen zusammen einfach geradeaus und dann laufen sie um die Kurve. Oder um die Ecke. Und genau dort ist der Bad, die Toilette der Männer.
Aus der Ferne sehe ich, wie Sunohara anfängt, in die Luft zu fliegen. was zur Hölle denkt ihr euch beide dabei? Sie kehrt zurück, während sie Sunohara im Schlepptau zieht. Und also welcher jetzt einer zerwüsteten Staub. Mal ein, was einen zerwüsteten, trägigen Staubklumpen ähnelt. Der Höhepunkt war ja noch, dass du versucht hast, mich mit ins aufs Herren-WC mitzunehmen. Da ist ein Limit, wie weit du gehen kannst mit sexual harassment, weißt du? Also eigentlich wollte er nur was nachchecken. Nanyo? Was nachchecken? Ja, ob du nur eine Frau bist oder nicht. Soka. Oh, ich verstehe schon. Sonna kutsujokutekina koto wo iwareta no wa hajimete da so. Also es war das erste Mal, dass jemand so etwas Menschenverabneigendes mir gegenüber gesagt hat. Ah, aber ich gehöre da nicht dazu, ne? Also, der Einzige, der das rausfinden wollte, war der Typ da. Obwohl du es auch unbedingt wissen wolltest. Warum sollte mich das kümmern? Außerdem ist das schon total, wie heißt das? Offensichtlich. Offensichtlich gewesen, dass sie ein Mädchen ist. Von Anfang an schon. Aber du hast mir doch sogar guten Ledge gewünscht. Ah, okay, das ist ein Wortspiel. Ich verstehe. Ah. Warte mal. Ledge, nicht Glück? Ach, jetzt weiß ich, was Ledge ist. Was? Lucky Literary von, aus, wie heißt, aus dem Feuerwehr-Anime. Mit dem Mädchen. Das ist einfach nur so spannend, halt. Sexuelle Belästigung in die Richtung. Oh mein Gott. Unser Main-Character ist zu smart. Das stimmt. Alles, was ich... also das Einzige, was ich vom Start aus schon gehofft habe, war zu sehen, wie deine Perversität in Action tritt. Du hast mich reingelegt. Ach, sorry. Aber hast du nicht gerade eben Spaß gehabt? Sage ich, während ich versuche, Tomoyo zu beruhigen. Ich kann es einfach nicht mehr. Hm? Nara, chanto tashikamete mireba ii daro. Wenn das alles ist, worüber du denkst, komm, check für dich selbst, ob du richtig liegst. Jungs. Was ist los, Shai? Ah, oh, erstmal Benny ist weg. Also, bitte? Ich weiß nicht, ob Benny. Nein, ich bin gerade in der Aufnahme. Jetzt wartet ein bisschen raus. Ich frage mich gerade wirklich, was Tomoyo vorhat. Also, ich habe so eine Vermutung. Ja, ich bin wieder da. Benny, hol schon mal die Zensur raus. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich was rauszensieren. Ich glaube nicht. Komm schon. Tomoyo schnappt sich meine Hand. Was soll das jetzt werden? Nie im Leben würde ich ihn das tun lassen, aber bei dir kann ich es ansatzweise tolerieren. Mit Wut erfüllt schleppt sie mich mit. Oh oh, werde ich es gezwungen? Du bist gezwungen, Brüste anzufassen, glaube ich. Es war keine gute Idee, hier mitzugehen. Arme Nagisa, wenn du wüsstest, was wir hier machen. Ich hab doch gesagt, wir sollen.
Ihr wolltet beim ersten Mal gleich mit. Ich war der Erste, der Nein gesagt hat. Aber beim zweiten Mal war ich auch noch lustig. Beim zweiten Mal war ich auch noch mal dabei, beim dritten Mal war ich schon weg. Auf das Bild links ändert sich doch jetzt zu Tom und nein, ich Okay, sie nimmt mich den ganzen Weg mit hin zu einem verlassenen Ort. Und dann lässt sie endlich von meinem Arm los. Ja, komm, jetzt beruhig dich erstmal. Wie könnte ich nur mich jetzt in so einer Situation jetzt beruhigen? Weißt du, was das für ein Schock für mich war? Ich hab gedacht, wenigstens in dieser Schule würde ich mich wie ein normales Schulmädchen verhalten können. Das ist das, was dir so viel Sorgen bereitet? Hä? Du warst in der Vergangenheit unglaublich wild. So, wenn man das mit damals vergleicht, bist du doch jetzt schon um einiges handsamer. Du wusstest es? Nur die Gerüchte. Aber sind sie wirklich alle wahr? Ich weiß nicht, was für Gerüchte du gehört hast, aber die meisten davon sind wahrscheinlich wahr. Jetzt weiß ich nicht, was Furious ist. Gut, keine Ahnung. Furchteinflößend oder so. Ich wollte gerade sagen, gut, hier damit, ich war so furchteinflößend vor langer Zeit. Aber ich bin nicht länger diese Person. Ich habe mein Bestes gegeben, mich zu ändern, wer ich bin. Aber wir haben dann herausgefunden, dass sie sich wohl doch nicht verändert hat. Na gut, ich glaube, das wäre dann schon wahrscheinlich ein Schock für sie. Aber bist du nicht erst vor kurzem hier völlig wild geworden auf dem Pausenhof? Dann solltest du doch aufhören, solche Sachen zu tun, oder? Das war etwas, was ich nicht einfach so unterdrücken kann. Ich konnte es nicht ignorieren. Diese Typen dort, die haben nach mir Ausschau gehalten. Warum? Was hast du ihnen denn getan? Gar nichts. Ich hab ihm gar nichts angetan. Ich habe sie einfach nur gewarnt, weil sie in der mitten auf der Straße einfach stehen geblieben sind und dort gechillt haben. Ist das nicht das Normalste der Welt, das zu tun? Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was normale Schulmädchen tun würden. Aber sie waren komplett... Sie waren so laut und die anderen Leute und vor allem die älteren Personen haben sich davon gestört gefühlt. Ja, ich verstehe schon. Und als ich dann zu ihnen gegangen bin und denen das gesagt habe, haben sie meine Schuluniform bemerkt und sind dann zur Schule gekommen. Wenn ich sie gelassen hätte, wären sie jeden Tag zur Schule gekommen und hätten weitergemacht und hätten dafür gesorgt, dass andere Schüler auch gestört werden. Und das war der Grund, warum ich überhaupt den Kampf mit ihnen angefangen habe. Siehst du, ich hatte keine Chance, ich musste es tun. Ich glaube trotzdem, dass ein normales Schulmädchen das den Lehrern überlassen hätte. Das ist auch nicht gut.
Ja, aber das wäre auch schlecht gewesen. Ich bin diejenige, die es angefangen hat. Wenn ich jetzt die Lehrer gefragt hätte, nee, warte mal. Ich bin diejenige, die es angefangen hat. Deswegen wollte ich nicht die Hilfe der Lehrer annehmen. Ich wollte es mit meinen eigenen, auf meine eigene Kappe nehmen, so. Was soll ich denn zu jemandem wie ihr sagen? Du hast einen schweren Weg vor dir. Das ist alles, woran ich denken konnte. Was meinst du damit? Ja, was du glaubst, was Normales ist, einfach mal komplett entgegen des, was es in Wirklichkeit ist. Also im Sinne von einem normalen Schulmädchen sein. これでも努力していたつもりなんだかな。Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich hab wirklich mein Bestes gegeben und ich habe es wirklich stark versucht. けど、もう少しやんわりと言ってほしかった。Ich denke, ich hätte es auch gemocht, wenn ihr nicht so penetrant gewesen wärt.